Das war ein Haar-Update. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe eine neue Frisur. Ihr wisst vielleicht, ich war gestern beim Friseur und es ist ein ganzes Stück abgekommen. Und auch hier vorne. Und sie haben einen Kupfer-Touch. Das kommt immer so ein bisschen aufs Licht an. Im Badezimmer sehen sie kupferfarbener aus als im Kunstlicht. Und im echten Licht scheint das nochmal so ein bisschen mehr raus. Das wäscht sich aber auch wieder ein bisschen raus. Das ist eine Intensivtönung. Und die Spitzen sind so blondiert. Und am Ansatz war auch nochmal irgendwas anderes. Genau, also es wird alles noch ein bisschen heller. Und die Friseurin meinte, man könnte auch noch eine kupferfarbene Tönung nochmal drüber machen. Dann würde es noch so ein bisschen mehr rauskommen. Ich weiß nicht, ich war bei einem Aveda-Friseur. Und ich weiß nicht, ob die Farben überhaupt so krass intensiv werden können, wie jetzt vielleicht ja, welche, die mehr Chemie enthalten oder so. Und dieses Pony, also meine Haare wachsen ja sehr schnell. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt schon länger als gestern Abend. Das kann natürlich nicht sein, aber jetzt, wo ich sie selber gestylt habe, hängt mir das schon in die Augen. Wir haben das nämlich extra so geschnitten, dass ich das auch so als, ja gut, jetzt ist es halt so in die Mitte gemacht, aber dass ich das so als Curtain Bang dann tragen kann. Das heißt, das muss nicht in der Mitte sein. Aber jetzt, wo es noch geht, finde ich das ganz schön, wenn so ein paar Strähnen in die Mitte hängen. Genau, das war ein Haar-Update. Und jetzt frühstücken wir. Es ist nämlich auch schon 20 nach 11. Jetzt auch am Start und natürlich im Baumarkt. Es ist Samstag. Wir brauchen ein paar Dinge. Wir sind gerade hier bei den Duschköpfen und vor allem Duschstangen, weil... Weil wir keine haben. Wir, ganz einfach. Stimmt. Wir haben keine. Wir haben ja oben so eine Regendusche. Für Marie ist das super unpraktisch, wenn man halt nicht die Haare waschen will. Und da kommt halt kaum Wasser raus. Es ist so tröppelig und deswegen, ich möchte gerne so eine Brause haben, die ich so in die Hand nehmen kann. Und sind dann keine Beschauer. Und die soll halt auch in der Wand hängen. Eigentlich ist so ein Set ja viel besser jetzt für uns. So ein... Ist das ein Set? Ist da alles mit drin? Ja, ich schätze mal. Ein Schlauch, ein Kopf und... Ja, und die Stange, ja. Dann und was ist da unten? Guck mal, das ist ja richtig reduziert. Oh, du alter Schwabe. Ja, hey, das kann doch gut sein. Mensch. Wir waren gerade kurz einkaufen. Und Alex hat in der Kasse zu mir gesagt, sollen wir jetzt als erstes kochen, weil wir nachher Besuch von Freunden kriegen. Also das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, sollen wir als nächstes kochen. Und da meinte ich, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat er so vor sich hingemurmelt und gesagt, und dann noch ein bisschen putzen, kochen. So, das sind halt so Dinge, die wir jetzt noch machen müssen, bevor wir Besuch kriegen. Und dann meinte die Kassiererin so, oh, normalerweise macht es doch die Frau, das Organisieren. Toll! Und ich habe es überhaupt nicht geblickt. Ich finde es so krass, wenn es für einen so normal geworden ist. Also, weil wir halt in einer vollkommen gleichberechtigten Beziehung leben und es nicht mein Job ist, zu kochen und zu putzen. Und dann dachte ich gerade so, ja krass, ist halt nicht für alle so, ne? Und das war halt eigentlich eine junge Frau. Also ich hätte sie unwesentlich älter als uns geschätzt. Und ich glaube, also auch weil ich so damit natürlich nicht gerechnet habe, dass das jemand hinterfragen könnte, habe ich auch gar nicht gesagt, ja, ist doch normal oder ne Quatsch, ist auch Aufgabe vom Mann. Ich habe gar nichts gesagt, sondern war nur so, ich habe sie auch erst akustisch nicht verstanden und erst beim drüber nachdenken habe ich gecheckt, was sie gesagt hat. Sagt ihr in solchen Momenten was? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Ich bin ganz ehrlich, ich traue mich meistens nicht oder meistens bin ich auch zu überrumpelt, wenn jemand irgendwie was sagt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dann fallen mir die schlauen Sprüche immer erst hinterher ein. Aber nicht in dem Moment. Ich weiß gar nicht, kann man das üben? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es auch ganz viele gibt, die in so einem Moment super schlagfertig sind und direkt was sagen. Das würde mich mal interessieren, wie ihr seid. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe gerade genascht. Wir kochen jetzt. Und zwar gibt es heute wieder Chili Sin Carne. Beziehungsweise halt mit dem Tofu-Hack oder was weiß der. Hier ist Tofu, Erbsenhack. Irgend sowas. Und dazu gibt es aber eine Kartoffelsuppe. Eigentlich wollten wir halt wieder nur Chili machen. Aber dann hat mir ein Freund geschrieben, der halt auch kam, dem seine
Frau ist schwanger und die nicht mehr schwanger. Quatsch, sie hat ein kleines Kind und stillt. Und anscheinend ist es nicht gut, wenn man dann blähende Lebensmittel isst oder sowas. Ja. Ja, und Bohnen blähen halt irgendwie. Ja, und deshalb machen wir noch extra noch eine Kartoffelsuppe. Jetzt ist dann gleich 16.30 Uhr und sie kommen. Ich bin sehr gespannt, jetzt kommt Kinderalarm hier auf jeden Fall. Aber die sind noch so jung. Die zwei sind erst ein paar Monate alt, von dem her. Ja, da geht's glaube ich noch nicht so ab. Da ist eher rumliegen angesagt. Komm, aber auf wie viele Monate? Ich weiß nicht, wie alt ist. Ja. 4 Monate? Ab wann fängt man denn an zu krabbeln? Ich habe keine. Beide erst so jung. Ja, der. Der eine ist erst 6 Wochen. Ah, 6 Wochen alt. Ach so. Ich dachte, der andere wäre im Januar geboren. Oder 8 Wochen. Aber mit 11 Monaten, da geht schon einiges. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und hier drin köchelt das Chili, beziehungsweise ist jetzt abgestellt. Das machen wir nachher einfach wieder an. Und hier ist die Kartoffelsuppe. Wow, geil. Sieht richtig lecker aus, Schatzi. Ja, und das Bierchen ist so doof. Das kriegt man nicht so richtig gut püriert. Der ist nicht so prall. Oh Mann, ich hab mich voll verschluckt gerade. Guten Morgen. Pony sehen ja halt morgens sehr wild aus. Ich mache uns auf jeden Fall gerade Frühstück. Beziehungsweise ich habe überlegt, ich habe richtig Bock auf ein Rührei. Auf ein Tofu-Rührei. Und dann gibt es dazu Brot. Und wir hatten gestern einen richtig netten Abend. So ein kleines bisschen muss man die Küche noch aufräumen. Und Spülmaschine ausräumen und sowas. Aber da habe ich jetzt noch keine Lust drauf. Das mache ich danach. Und es war einfach sehr, sehr schön. Es war sehr wild. Das Haus war sehr trubelig und wir haben festgestellt, dass unser Haus noch nicht kindersicher ist. Logischerweise, weil warum sollte es? Wir haben ja aktuell keine Kinder. Aber ich glaube, gerade so Sachen wie das vom Fernseher oder auch hier die Sachen auf der Fensterbank, da muss man sich dann mal was anderes überlegen. Und von der Treppe wollen wir ja gar nicht erst anfangen. Ne? Ja, aber ansonsten war es sehr schön. So, jetzt gibt's Essen, oder? Ja. Die bessere Tür muss man vor allem zu machen. Ah, stimmt. Spielzeug Number One. Da reicht es ja, wenn man mit dem Fuß dran kommt. Dann geht es schon. Die ganze Zeit es sah zwischendrin aus, als wäre jemand bei uns eingebrochen, weil die Tochter von Freunden so die ganze Couch abgeräumt hat und alles auf den Boden gelegt hat, alle Kissen und Decken und so weiter und ihre ganzen Spielsachen dazwischen hatte. Und dann waren noch alle Schubladen offen. Das war sehr witzig. Aber es ist super süß, finde ich. Und so sieht unser Frühstück jetzt aus. Ich habe das Rührei da in diese Schale reingefüllt. Und dann haben wir noch Brot, das die Freunde gestern mitgebracht haben. Und unsere Schüssel, nee, Schüssel ist nicht, unsere Dose mit Aufstrichen. Übrigens haben die stillen stillenden Mamas gestern dann zu uns gesagt, sie haben beide was vom Chili gegessen und meinten, es wäre gar nicht nötig gewesen, dass ich noch zusätzlich eine Kartoffelsuppe gemacht hätte. Ich glaube, das muss man so als Mama einfach ganz individuell entscheiden. Aber die eine arbeitet im Krankenhaus und meinte, es gibt keine Studie, die belegt, dass wenn die Mutter was Blähendes isst, dass das negative Auswirkungen aufs Baby hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss man einfach so nach dem eigenen Gefühl machen. Wenn man dann einen Zusammenhang entdeckt, dann da sollte man das einfach bleiben lassen, denke ich. Aber die haben beide gemeint, bei ihnen ist das jetzt nicht irgendwie so. Die eine ist auch indisch und scharf und solche Geschichten. Und ihr Baby ist in keiner Weise beeinträchtigt. Nur falls ihr euch gefragt habt oder vielleicht selber Erfahrungen habt oder so und das Gegenteil kommentieren wolltet, sagen wolltet, das ist gar nicht so, dann wisst ihr Bescheid. Wir haben uns da eigentlich auch nur so auf Hörensagen verlassen. Genau, und jetzt mache ich mich fertig und dann gehen wir auf so einen, was ist das eigentlich? So ein Kunstmarkt? Ha? Was? Wo wir hingehen? Eine Messe oder sowas? Also halt eine Messe? Eine kleine Messe. Ist es nicht eher so ein Kunsthandwerkmarkt oder so? Oder sowas, ja. Stilbild heißt es. Wie?
Stielwild, glaube ich. Stielbild? Wild. Wild. Ist jedes Jahr in Tübingen. Also Stiel, oder? Was habe ich gesagt? Stiel. Ja, Stiel. Also schwäbischer Stiel. Nicht die Firma Stiel mit den Motorsägen. Ja, genau. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen drüber schlendern. Da waren wir vor, fünf Drei Jahren zusammen. Nee, fünf Jahre sind wir nicht mehr zusammen. Doch, sind wir schon jetzt. Naja, so in der Art halt. Hast du irgendwie Schmerzen? Was ist passiert? Ach, dir ist was runtergefallen. Du bist mit beiden Händen hinterher und dann ist das Ding auf deinen Kopf gefallen. Oh, ich habe hier einen Platz von auf dem Kopf. Zeig. Ja, doch, alles ist ganz schön rot hier. Aber ich wollte mal kurz anmerken, dass mein Glasfläschchen nicht kaputt gegangen ist. Und unser Waschbecken auch nicht. Sehr gut. Das ist ja das Wichtigste. Hey, das ist wie... Mal abgesehen von meinem Kopf. Ah, deswegen tat so weh, weil es mir die Spange so auf den Schädel geschlagen hat. Ah, scheiße. Ja, was ich eigentlich zeigen wollte, wieso die Kamera an war, war da, diesen Duschkopf haben wir uns gekauft. Die Armatur von den Vorbesitzern, die hier verbaut haben, ist auch von Groh. Deshalb haben wir gedacht, kaufen wir jetzt auch so eine, dass es halt ähnlich aussieht oder gleich aussieht. Und das Krasse war, das Set war einfach günstiger als den Duschkopf und diese Stange einzeln zu kaufen, weil wir brauchen eigentlich gar nicht diese komische Ablage da. Aber die ist halt jetzt dabei, aber es war 20 Euro günstiger. Das ist doch meistens so, oder? Das ist ein Set. Das ist ja der Sinn von Sets. Ja, schon. Aber wir hätten halt so viel, viel mehr gezahlt, weil wir hätten ja Schlauch, Stange und Kopf kaufen müssen. Das waren mehr als 20 Euro. Ja, stimmt. Das waren, glaube ich, 40 oder 50 Euro oder so. So sieht die Geschichte aus. Und die hängen wir jetzt nachher hier hin. Ich schätze mal, in diese Fuge bohren wir rein. Vielleicht hier und hier irgendwo. Dass das die obere Schraube ist. Eigentlich ist so ein Kreuz immer am besten. Da springt so eine Fliese am wenigsten. Das war auf jeden Fall sehr interessant und sehr schön. Wir haben verschiedene Startups unterstützt. Wir haben einmal so ein... Was ist denn da? So eine Faszienrolle gekauft. So eine kleine Faszienrolle aus Holz gekauft. Das sieht auch richtig schön aus. Und das fühlt sich einfach auch so toll an in der Hand. Und das kann man eben auch super so für den Rücken nehmen, um entweder punktuell eine Verspannung zu lösen oder zum Beispiel auch, um an der Wand hoch und runter zu rollen, so mit dem Rücken. Und das hat eben in der Mitte direkt so eine Aussparung für die Wirbelsäule, damit die nicht belastet wird. Genau, das haben wir uns gekauft. Dann habe ich mir einen Geldbeutel gekauft, weil meiner sehr fertig aussieht. Und das Problem ist, dieses komische Kunstlederzeugs, das blättert ab. Also den habe ich, glaube ich, so zum 16. Geburtstag mal gekriegt. Und ist überall in meinen Taschen und so weiter. Und die Marke hier nennt sich Anders und Komisch. Auch richtig süß. Genau. Und ich war begeistert von dem Prinzip. Und zwar ist der nur so groß. Und dann kann man, ich kann euch das später mal genauer zeigen. Und man kann dann auf der einen Seite Karten reinmachen, auf der anderen Seite ist noch so eine Lasche, dann geht da auch Münzgeld mit rein. Und ich habe mir zusätzlich noch so ein Insert gekauft. Und hier ist dann so ein Ring dran und dann kann man auch einen Schlüssel noch mit reinmachen. Oder so dran machen. Und ich habe ja eh immer nur so kleine Handtaschen eigentlich mir angewöhnt zu benutzen. Und vor allem benutze ich fast immer nur diese hier, weil ich das mag, mir so Sachen umhängen zu können. Naja, auf jeden Fall passt ihr da perfekt rein, ohne dass die Tasche so voll ist, weil manchmal muss da auch noch die Vlogkamera mit rein. Handy, Handcreme, Lippenpflege, das weiß ich nicht alles. Und ich möchte halt auch nicht, dass sie so fett aussieht. Ja, und dann habe ich sogar noch eine Tasche gekauft. Von einer, woher kommt sie ursprünglich? Wien? Zito. Ja, Wien. Oder? Wien und jetzt eine Tour. Von einer Wienerin, die das alles selber herstellt, alles in Handarbeit. Man kann sich das komplett individualisieren. Ich habe mir jetzt eine ausgesucht, die sie nicht dabei hatte. Die muss sie erst noch nähen. Deswegen, das wird so 3 bis 4 Wochen dauern. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Das ist nämlich so eine Tasche, die kann man sich an den Gürtel dran machen. Die kann man mit einer Kette sich so Crossbody tragen. Und man kann die am Rand so aufsippen. Und dann kann man die als Rucksack benutzen. Das ist so clever. Und die sieht halt auch noch richtig schön aus. Also ist jetzt kein so ein funktionaler Rucksack, wo der Laptop reinpasst, sondern mehr so ein etwas größeres Täschchen auf dem Rücken. Genau.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt fahren wir zu Alex' Eltern. Da wartet Kuchen auf uns. Köstlich. Schau mal da oben, das ist richtig süß, die Terrasse. Welche meinst du? Die grüne da. Oh, ja. Wie lang schwimmst du die Lagunderbund da oben? So stelle ich mir die vor. Da oben. Cute little Tübingen. Sieht echt süß aus. Wir sind wieder daheim. Und wir haben ja vorhin diese Stange, habe ich euch ja gezeigt. Die, wie heißt sie denn? Duschstange. Auf jeden Fall muss sie noch aufgehangen werden. Dafür brauchen wir einen Bohrer. Und was brauchen wir noch? Ne, Dübel und Schrauben sind dabei. Also eigentlich brauchen wir nur den Bohrer. Was, Dübel sind dabei? Ja, Dübel und Schrauben sind dabei. Du musst gleich entscheiden, wie hoch es sein muss für deinen Schädel. Ja, müssen wir mich als Maßstab nehmen. Möchtest du Tee? Ja, Danny. Ich hab nix, Mann! Jetzt bin ich aber gerade hier runtergelaufen und das ist ja die Ausgangstür vom Büro unten. Und die Ausgangstür unten hat einen relativ breit, beziehungsweise ist das breit, aber so 3-4 mm Schlitz unten und da zieht es abartig rein. Und wir waren gestern extra im Baumarkt und haben geguckt, was da gibt. Und wir haben so eine Leiste gefunden, die so eine Gummilippe hat. Und die ist im Auto. Ich glaube, das mache ich jetzt noch davor schnell ran. Ja, das mache ich. Das habe ich doch noch zuvor davor ins Auto. Schatzi? Ich brauche doch nochmal den Autoschlüssel. Und Walle war vorhin kurz da, sehe ich gerade, und hat hier nochmal ein paar Kartons vorbeigebracht. Das sind übrigens 800 Stück, glaube ich, von denen neu bestellt. Die kommen auf 6 Paletten. Da haben wir jetzt vorübergehend einen Platz gefunden in so einer Autohalle. Da hat Walle seinen Bus stehen und der hat zufällig noch einen Platz vorher. Und da lassen wir jetzt gerade die 6 Paletten hinliefern, weil wir sonst nicht wissen, wohin, und weil wir halt warten, bis wir Bescheid bekommen von dieser Gewerbeimmobilie. Jetzt brauche ich aber den Schrauber und einen Meterstab. Boah, ist das kalt. Also das ist das gute Stück und das hat hier unten, hier sieht man, so, das ist so bewegliche Gummilippe. Und hier hinten ist einfach ein Klebeband, das kann man abziehen. Und das kommt jetzt da unten hin und dadurch verliert man halt viel, viel weniger Energie, weil hier spürt man richtig so einen richtig kalten Luftzug. Und es gibt auch diese Stoffwürste, die man da unten hinlegen kann, aber die sind halt einfach irgendwie nicht so schön. Und ich glaube, das ist ziemlich cool, das dichtet richtig gut ab. So, jetzt Länge. 86 cm. Das ist 86 cm. Oh. 'Mutzo! Ich muss das noch kurz befestigen, okay? Ja, komm ruhig mit rein. Halt, hier geblieben. Wow, also das ist ein riesen Unterschied. Das geht zwar immer in die eine Richtung, also es geht so raus. Also dann biegt sie sich so rein und dann kommt sie wieder raus. Aber es ist echt kein Luftzug hier mehr. Hammer. Kann ich nur empfehlen, das ist richtig gut. Und sieht halt einfach auch nicht blöd aus, also man sieht es eigentlich kaum. Wie findest du es optisch so? Ja, finde ich sehr gut. Reicht dir das ganz oben auch? Sonst kannst du schon noch ein kleines bisschen höher. So. Weil da, warte mal, aber da kommt noch so ein Teil hin, gell? Ja, muss ein bisschen mit höher. So? So, jetzt mal gucken. Hoffentlich geht die Fliese nicht kaputt. Oh, echt? Nee, ich glaube nicht. Kann ich was tun, außer mir die Ohren zu halten und mich auf die Couch legen? Hallo! Du musst dabei sein. Oh, ich hab Angst vor sowas. Willst du es machen? Was? Mal gut funktionieren. Jetzt müssen wir den eins größeren. Ich habe ohne hier mit dem kleinen vor. Nein. Damit die Fliese nicht so... Braucht es mal so groß überhaupt? Hm? War auch gar nicht so laut, wie ich dachte. In die Wand ist immer lauter. Ja, war auch gedacht, dass es lauter werden würde. Oh Gott. Wo ist der Hammer? Da. Hammer bitte. Hammer! Hammer! Skalpell! Die Stange bitte. Okay, Chef. Herr, wo schraubt man das fest? Kommen Sie? Kommen Sie! Scheiße! Well... That is why you call me fucking intelligent. Und eingebildet.
Ich habe gerade noch den Duschkopf aus der unteren Dusche abmontiert. Da ist ja auch so eine Regendusche. Und der ist deutlich kleiner als dieses Monstrum da oben. Das Problem bei diesem Riesending ist nämlich, dass der Strahl gar nicht mehr so stark ist. Und ich glaube, es verbraucht auch viel, viel mehr Wasser. Und es muss einfach nicht sein. Und deshalb machen wir da oben einfach den kleineren Duschkopf hin. Weil der eine, der ist jetzt ungefähr dreimal so groß als dieser Duschkopf. Von dem her reicht auch der kleine. Und dann spritzt es vielleicht auch nicht überall hin. Also einmal großer und kleinerer Duschkopf. Also ich finde, der ist auf jeden Fall ausreichend und sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Hier oben die Decke, da ist auch ein Riss. Ich habe hier hinten ja einen zugespachtelt, bevor wir gestrichen haben. Und hier ja auch alles. Und ich glaube, er hat überall vergessen, so einen Vlies einzulegen. Und deshalb sieht es so aus. Deshalb irgendwann, wenn mal alle anderen Baustellen im Haus fertig sind, kann man sich hier wieder um die Geschichte widmen. Und da oben nochmal ein Gewebe über die komplette Decke einlegen. Ja, sowas stört mich nämlich eigentlich, aber es hat absolut keine Priorität gerade. Wir haben jetzt Essen gemacht. Und zwar gibt es Kartoffelsuppe von gestern. Da haben wir noch relativ viel übrig. Und dann habe ich noch einen Salat gemacht. Und zwar mit ganz vielen verschiedenen Sachen drin. Auch richtig viel Petersilie. Ich finde, der sieht ziemlich gut aus. Und wo ist meine Frau? Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Oh, wow. Oh mein Gott, wer soll das alles essen? Ja, wir haben schon recht viel Essen. Guten Appetit. Guten Appetit. Wie war der Salat? Oh, der war so lecker. Hast du erzählt, dass wir das restliche Rührei... Nee, das habe ich nicht erzählt. ...morgen mit reingemacht haben? Nee, das habe ich nicht erzählt. Ich hab was übrig. Sehr, was machst du? Ich glaube, mein Papa hat so Dreck verloren. Der war nämlich vorhin noch spontan hier. Weil er in der Nähe wandern war oder wie auch immer. Und kam auf dem Rückweg noch hier vorbei. Und ich glaube, er hat hier so einen halben Wald verloren. Mensch. Ich wollte noch was zeigen. Ich habe doch vorhin von meinem Geldbeutel erzählt. Er sagt, das zeige ich noch. Und deswegen zeige ich den jetzt. Ich hatte in der Extra schon hingelegt. Ich warte hier, okay? Ja. Ja, das Licht ist super. Ich bin richtig begeistert. Ich muss mal gucken, ob ich die alle Karten dann drin lasse. Also, auf jeden Fall ist da so ein Gummi drum, das kann man abmachen. Das hält trotzdem jetzt alles richtig gut. Ich habe mir hier, wie gesagt, noch so eine Schlüsselkarte dazu gekauft. Die sieht so aus. Und die steckt man da einfach mit rein und dann kann man da an dem Ring seinen Schlüssel festmachen. So, warte. Ich glaube, das ist ein bisschen gequetscht, hört sie. Ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Gummi weitet sich ja mit der Zeit ein bisschen. Also, dann sind hier auf der einen Seite die ganzen Karten und dann dreht man es einfach um und auf der anderen Seite ist dann hier so eine Lasche. Und dann ist da das Münzgeld drin, nicht sehr viel an der Zahl. Und hier ist theoretisch das Bargeld drin, auch gerade eher Ebbe in meinem Geldbeutel. Und dann macht man das da wieder zu. Und hier, das ist mein Favorite, ist der schnelle Access für den schnellen Schein. Das ist das einzige Bargeld, was ich gerade habe, 10 Euro. Und das kann man dann da drin sozusagen verstecken. Ja, und wenn man da einen Schlüssel dran macht, dann kann der da so oben drauf liegen. Damit das nicht rumbämpelt, macht man dann das so fest. Ich finde das richtig schlau. Ich bin total begeistert. Top. So. Gehen wir ins Schlaf? Ja. Adios, amigos. Ciao, bis Kakao. Zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis schönen Mittwoch. Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.